Hallo, Thema heute ist die aus Versehen rausgekommene illegale Geheimüberwachung der Bürger durch den BND. Wieso? Leute überwachen ist doch nicht schlimm. Lasst uns weiter blind der obersten Heeresleitung vertrauen. Das ist seit 1933 bewährt. Vertrauen ist was für Nostalgiker und sollte per Gesetz durch zeitgemäße Panik ersetzt werden. Ich hab Panik, dass irgendjemand meine Helene Fischer Sex-Fotomontagesammlung von meinem Smartphone runterweg downloadet. Meine Nachbarin ist verhaftet worden, weil sie sich im Internet das Grundgesetzbuch gekauft hat. Bücherleser sind alle verdächtig. Bücher machen schlau und schlaue Bürger sind gemeingefährlich. Aber wenn alle Daten öffentlich werden, kriegt doch jeder mit, wie irre wir alle sind. Mal ehrlich, Leute, der BND ist ja dafür da, Feinde der Demokratie zu überwachen. Also soll der doch bitte nur noch sich selber überwachen. Schnauze, ihr Heimlichtuer, wer hier bespitzelt wird, bestimmt nur ich. Hab schon gleich nach der Wende alle meine Verwandten verwanzt. Nun, wer sogar seine Verwandten verwanzt, darf nicht wunderig werden, wenn ihm das eigene Volk durch Missgunst abgespenstig wird. Lass den Merkel in Ruhe. Ja, Verwandtschaft ist doch Privatsache. Genau, außerdem sind illegale Daten die beste Staatseinnahmequelle, wenn das mit den Waffendeals und Organverkäufen mal nicht mehr läuft. Bei Kohle und Moral hört bei mir sowieso jede Verwandtschaft auf. Oh Gott, bin ich erleichtert. Wir treffen uns alle um 16:00 zum Merkel-Dankfest in der Kirche und zünden zum Gebet eine Katze an.